So, Dille, hi zusammen. Ja, ich hatte ja in dem Video mal rumgemault, dass tatsächlich Plug and Charge schon wieder nicht mehr funktioniert, als ich das vor dem Urlaub ausprobieren wollte. Ja, ich habe jetzt gestern Abend noch was rausgefunden, und zwar kann man in der App das Zertifikat erneuern. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt wieder nötig war. Spielt aber ja auch keine Rolle, weil ich habe das einfach gemacht. Ich habe leider nicht dran gedacht, Screenshot zu machen bzw. drauf zu drücken, dass ihr das sehen könnt und ich das aufgenommen habe. Ich zeige euch einfach mal kurz die Stelle, wo das war, nämlich bei den Plug-and-Charge-Einstellungen. Aber wir gehen jetzt mal ins Auto. Also es hat genudelt gestern Abend, ja, und ich gehe davon aus, dass es funktioniert hat. Aber wir gehen jetzt mal ins Auto und gucken einfach mal nach, ob das wirklich der Fall ist. Ich nehme euch mal mit. Und ja, wir schauen einfach. So. Okay, Leute, wir schauen einfach mal, ob man jetzt Plug and Charge tatsächlich hier wieder aktiviert hat. Ich gehe mal auf Fahrzeug. Hallo. Dauert heute ein bisschen. Auf Laden, auf das Zahnrad und ha! Gestern war das hier ausgegraut, und als ich dann drauf getippt habe, dann kam nur die Meldung: Hey, es ist kein Vertrag vorhanden. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Aber jetzt funktioniert es ja wieder. Beziehungsweise es wird hier angezeigt, und wir werden demnächst sehen, ob es auch wirklich funktioniert. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, was da wieder los war. Ich vermute einfach mal, dass es daran lag, dass ja, ich Audi Charging Pro bestellt habe und das Ding dann einfach nochmal ein Update brauchte. Finde ich aber saublöd, steht da auch nirgends, man kriegt keine Warnmeldung, also finde ich irgendwie nicht so prickelnd. Ja. Sollte man ein bisschen anders gestalten. Also Audi Charging, falls ihr zuguckt, überlegt euch doch mal was, dass man da wirklich eine Meldung kriegt, oder? Das wäre doch ganz schick. Ansonsten würde ich sagen, halt weiter die Ohren steif, fahrt weiter elektrisch und bis demnächst. Ciao.